Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion auf meinem Kanal. Heute mal mit keinem Video von mir, sondern von einem von unserem Kollegen, der mich darum gebeten hat, mal auf ein Video von ihm zu reagieren. Und das Video ist Modern Warfare Season 2 Trailer Reaktion mit Cesar Z. Und das ist auch der Kollege, der uns darum gebeten hat zu reagieren. Und ich reagiere natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem Kollegen Ranok. Uhu. Also. In diesen Sätzen waren sehr viele Wörter mit reagieren. Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden bei einer Reaktion. Ja, jetzt passt besser. Also jetzt kann man denken, dass es auch vom Ton her passt, weil sonst... Ah. Aber wenn ich meine eigene Stimme nicht mehr höre, dann ist schon ein Zeichen dafür, dass das eindeutig zu laut ist. Also das Intro ist aber nach wie vor immer noch ein wenig zu laut. Und erstmal ein dickes Peace an meine liebe Community, Leute. Peace! Sind auch gleich vier Leute in den ersten vier Minuten. Ich würde sagen, besser geht es ja kaum, Leute. Real Talk, die meisten wissen es ja auch schon. Um 7 Uhr, also um 19 Uhr, Leute, fängt Season 2 an. Wir dürfen echt gespannt sein. Wir werden jetzt bis zum Update durchzocken auf jeden Fall. Safe Call, logisch. Danach werden wir entweder den Stream kurz Pause machen oder den Stream neu anfangen, weil wir auch ein neues Thumbnail dann hochladen auf jeden Fall. Thumbnail. Ja, ihr werdet es wird aber besser. Sehen, Leute. Ihr werdet das alle sehen. Seid gespannt. Wir werden uns dann auch gleich nochmal ein bisschen was durchlesen, was in Season 2 alles so rauskommt. Denn ich bin gespannt. Ich mag euch nicht enttäuschen. Wir können uns auch mal den Trailer angucken. Liebens gerne würde ich mir mit euch gerne. Außer ihr kennt ihn natürlich schon, Leute. Das könnt ihr mir sagen. Wie gesagt, Leute, wir können uns jetzt gleich mal den Trailer dann angucken. Ich nehme mal Trailer. Das sah jetzt aus wie ein Cut. Dann hätte das auch rauscutten können. Ja, wie gesagt, Leute, die meisten werden ihn auch die schon Suche. Kennen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt bis Season 2 durchzocken und danach, wenn das Update drauf ist, es soll, glaube ich, ungefähr 20 GB groß sein. Wir dürfen gespannt sein, wie lange es dauert. Ich schätze mal eine 30 Minuten. Der Optimismus mit den 20 GB. Ja. Was ich jetzt von vornherein schon mal anmerken muss, ist, dass wenn er die Reaktion eigentlich nur als Reaktion machen will, also wenn er das auch so benennt als Trailer-Reaktion, dann solltet ihr das auch so rausschneiden, dass wirklich nur die Trailer-Reaktion drin ist. Und ich habe mal wieder die falsche gewechselt. Fail. Aber kein Problem, heute ist aber ich finde ihn echt sympathisch, also er ist echt. Guckt einfach mal den Trailer an, wir dürfen gespannt sein. Wir reagieren natürlich darauf. Denkt euch nichts, wir machen ab und zu ein bisschen Pause natürlich. Something's wrong in Verdansk. Send fighters I can trust. Ghost ist wieder da, würde ich meinen. Er wird rasieren, Leute. Ihr werdet ich find's immer noch schade, dass nicht die alte Synchronstimme da ist. Ja, das ist Modern Warfare 2. Ja, das hast du im Stream ja auch schon gesagt. Ja. Heftig! Ah, ist aber Cop-Modus, oder Leute? Was sagt ihr an alle, die den Cop-Modus schon gezockt haben? Es sieht mir sehr aus. Ich bin mir nicht sicher. Er will seine eigene Aussprache. Finde ich gut. Er meint ja den Koop-Modus. Ja. Finde ich gut, dass er auf seine eigene Aussprache eingeht. Aber das ist wieder alte Map gewesen. Neue Gunfights, neue Waffen auf jeden Fall. Leute, wir lesen uns auch gleich. Ja, die erste Map, die man gesehen hat, die da mit den Flugzeugen ist, Grand Operation, eine, die noch kommt. Ja, ich bin ein geiler Okay. Was sagt ihr? Natürlich, eure Meinung zählt auch, Leute. New Weapon, hier. Ja, auf die sind wir ja auch schon gespannt, auf die neuen Waffen. Season 2. Ja, zwei sind ja jetzt schon, gibt's natürlich einen Battle Pass und die dritte kommt auch irgendwann. Das war jetzt Rust und da ist die Ground Operation. Wenn ich ehrlich bin, jetzt bin ich am überlegen, haben die den Battle Royale Modus gemeint mit diesen Riesenkarten oder haben die den Cop Modus gemeint? So. Nichts von beiden. Also natürlich, ja. Wir müssen warten bis um 7. Oder was heißt 7 bis um 23 Uhr, es einfach rauskommt. Wir haben hier noch was, Leute. Wir können ja mal ein bisschen gucken, okay? Am 11. Februar um 19 Uhr, ja. Genau, 20 GB soll es kosten, deswegen will ich, brauchen. Deswegen will ich kosten, ja. Das ist ja optimistisch mit 20 GB, das wäre so schön gewesen. Oh ja, das waren 68 GB, also Wahnsinn. Auf jeden Fall sehen. Neue Multiplayer-Map, Rust Remake von MW2-Karte. Ich denke, kennt auch jeder, auf jeden Fall bekannt. Atlas Superstore, komplett neue Karte. Also hier werden wir auf jeden Fall gespannt sein, Leute, was da rauskommt, denn neue Karten sind
Wichtig. Dann hier, das kann ich leider noch keine der neuen Karten gesehen. Bonnyard, Karte für Ground Wars, Modus. Neues Feuergefecht, Maps, Bazaar. Ich glaube, momentan gibt es auch nur zwei Maps. Neue Modis, ne? CDL-Regeln. Neues Feuergefecht-Turnier. Ich will halt Battle Royale, aber wie gesagt, das sage ich ja auch schon immer wieder. Ist auch nicht safe, dass es kommt. Deswegen, ja Leute, wir lesen einfach mal weiter, dann werden wir es sehen. Frisch Battle Pass mit Ghost und neue Waffen. Kommt die Battle Royale? Genau, es gibt zwei Battle Pässe. Also hier habe ich jetzt nur einen gefunden, aber ich habe gestern auch was Nein, gelesen, es gibt nur einen. Dass es einen Battle Pass für 10 Euro gibt. Ja, es gibt und einen Battle Pass für 10 Euro und dann gibt es einen Bundle. Keine Ahnung. Wenn ich irgendwas ach, das hat er gemeint. 20, Leute, ja, bezahlst du 20 Euro, glaube ich, dann kriegst du halt den Battle Pass recht, plus noch 20 Stufen weiter. Neue ja, das ist, was wir am Anfang schon besprochen haben. Ja, jemand, der es braucht halt, aber ich spiele es auch lieber selbst frei. Mit Stil der SIG 552 Kommando. Striker 45. Ach, das ist das, was du gemeint hast, dass die nicht die Originalwaffen verwenden. Ja, ich finde es eigentlich komisch, dass sie irgendwie jetzt nicht mehr die Lizenzen von den Waffen kaufen. Uns gefallen. Zum Launch der Waffen hatten sie alle die Lizenzen mit MP7 und so weiter und die M4. Aber die ganzen Waffen, die jetzt dazu kamen, das sind alles komplett erfundene Namen. Ja, das ist Codepunkte und mehr. Wie Codepunkte. COD-Punkte. Doch wollte ihn komplett aus Kosten. Der spricht nicht so aus, aber es ist halt Scheiße. Wird Code nicht eigentlich auch original im Englisch ausgesprochen? Ich weiß gar nicht, also die sprechen das gar nicht so aus, die sprechen sagen auch COD, aber. Nee, also die englischen YouTube, also YouTuber, also gesagt Twitch-Streamer, die ich gesehen habe, die sprechen auch Code aus. Das klingt aber komisch, das klingt so nach Code. Ja, cool. Ist cool, nicht gut, wie in Deutsch. Ziemlich geteilt, ach, Deutsch ist so herrlich. Also aus meiner Sicht, also ich werde mir den Battle Pass auf jeden Fall holen, aber jetzt sage ich dir auch, warum. Jetzt kommt's. Aus meiner Sicht lohnt es sich, weil ihr wisst ja, wie viel ich zocke und wie schnell ich den Battle Pass fertig habe. Dann lohnt es sich natürlich. Ich sag mal, wenn man jetzt mehr so ein Zocker ist, der... Ja, wie soll ich sagen, der vielleicht nur ein oder zwei Stunden am Tag spielt und gar nicht jeden Tag, dann würde man ja vielleicht gar nicht den Battle Pass vollkriegen. Also wäre es vielleicht... Ich krieg ihn nicht voll, aber ich spiele es trotzdem. Ich kaufe mir ihn trotzdem. Vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, die Sachen, was im Battle Pass gibt, die kann man doch auch alles ohne Battle Pass freischalten. So war es doch in Season 1, oder Leute? Nein, war nicht so. Bitte Korrektion, wenn ich falsch liege. Leute, also wir das haben konnte man nicht außerhalb des Battle Pass freischalten. Das war gesagt, nicht möglich. Das war immer alles exklusiv im Battle Pass, was es da drin gab. Also, gut, das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Das war alles nur exklusiv im Battle Pass. Was sonst wäre ja Blödsinn, wenn du es anderweitig noch kaufen könntest. Ja, aber ich dachte, du hast halt die Option, entweder du kaufst halt den Battle Pass, da kriegst du halt diese komischen 4 oder 5 Zusatzdinger, die halt da zubauen. Aber sonst kannst du kostenlos halt da durchspielen. 20 GB soll das Update überbrauchen, ungefähr. Na, aber... Was er wahrscheinlich meinte, ist, dass du... Guck mal, ob ein neuer Trailer kommt. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ach, ist jetzt schon... Leute, wir können das Spiel starten. Ach, das hat er geswitcht auf die Season 2, auf den Anfang. Ich freue mich gerade einfach, dass es jetzt echt losgeht. Die Season 2, wir haben Season 1 schon so hardcore durchgesuchtet. Wir haben gemerkt, seine Freude also wirklich an. Also hardcore durchgesuchtet, ihr wisst es ja. Ihr wart ach, da oben sieht man es. Live dabei. Läuft, Multiplayer. Jetzt, ihr merkt es, Leute, ich zitter jetzt schon vor, das war mir jetzt ein bisschen krass, vor Nervosität, weil ich einfach will, dass es gut wird. Es ist auf jeden Fall authentisch und das ist super. Das finde ich. Soweit ich weiß, kein Premium krass. Was? Die Bio 4 Blackouts bin ich voll gut, Battle Royale. Achso, jetzt hätte ich schon gedacht, wo du Battle Royale reinschreibst, ist hier ein Battle Royale drauf. Das hat wenigstens rausgecuttet, dieses Neustart. Das ist schon mal gut gewesen. Ne, wie gesagt, Zimti spielt auch Bio 4 seit Anfang an auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall ein stabiler Spieler. Wir geben uns. Wir hatten auch Bio 4 am Anfang gespielt, aber... Bis es dann so kaputt gepatcht worden ist. Genau. Stabiler Typ, der Ghost. Auch bei ihm rockelt's. Genau also. An der gleichen Stelle hat er auch die Decks gehabt. Genau an der gleichen Stelle. Stabil. Infinity Ward. Das interessanteste Studio danke, mit Bethesda. Liebe geht raus, Leute. Dicker Kuss. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Pür. Richtig. So sieht's nämlich aus. Jetzt muss es einfach abgehen. Jetzt kommt Operator Ghost runter, oder?
Ich würde mir am liebsten auch gleich den Battle Pass holen, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat aber noch nicht. Aber der Ghost sieht irgendwie anders aus, oder? Ein bisschen. Ja. Und das ist aber, das ist die Stimme von Price. Leute, wenn es buggt, tut es mir leid, es werden gerade so viele in oder diesem nicht. Spiel drin sein, oder nicht? Dass wir wahrscheinlich ein paar Verzögerungen ich weiß es oder nicht. Halt, nicht. Und dass es ein bisschen buggt, nicht vermeiden können. Auf jeden Fall ist sie bekannt, die Stimme. Beim letzten Update, da hat es direkt ein bisschen gehangen, deswegen... Aber das ist halt die gleiche wie vorher. Dass alles stabil durchläuft, wow. Bruder! Ich bin heiß! Das sieht aus wie Battle Royale. Da haben sie einen Battle Royale-Modus angeteased, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, fortfahren natürlich. Oh, es sieht doch schon mal stabil aus. Dann werden wir das einfach später machen und jetzt einfach... Jetzt gucken wir, was hier alles gibt, Leute. Jetzt gehen wir hier nochmal raus. Geheim. Leute, Safety wird hier der Battle Royale-Modus kommen. Safe. Ja, das ist also, klar. Also sagt ihr, in Geheim wird der Battle Royale-Modus kommen, oder? Ja, wird auf jeden Fall. Da gebe ich ihm recht. Battle Royale-Modus sind diesmal bis zu 200 Spieler drauf. Ihr wisst, was ja, und das ist, aber, das ist ja schon bestätigt, der Battle Royale-Modus. Aber die Frage ist halt nur, wann er kommt. So lange gedauert hat. Ich würde runterladen, ihr wart ja alle dabei, Leute. Was ist das? Normalerweise 3 Monate. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Boah, wenn man sehr optimistisch ist, vielleicht noch Ende diesen Monat. Ja, ich sehe schon, es war Blödsinn, dass ich die nächsten Monat oder Anfang Season 3. Da hinten steht ein Sniper. Also ich schätze, dass sie den aber erst rausbringen wollen, wenn auch tatsächlich zu 100% funktioniert. Schön, Hammer. Aber er hat das gleiche Problem wie ich mit den schnellen Bildern, dass das dann nicht. Ich freue mich gerade, dass es anzocken kann. Muss ich. Dass das Bild unscharf wird. Also das ist. Sieht man, dass das von einem Stream kommt. Also wenn ich mir mal Modern Warfare. Ich habe ja, wir haben ja auch Modern Warfare Videos gemacht. Und ja, haben wir. Und wenn ich die anschaue, dann sind die. Die sind flüssig, auch in der Bewegung. Also liegt es am Stream einfach, wie du gesagt hast, an Bitrate. Kannst du auf Geheim klicken? Nee, gar nicht. Geheim ist noch gesperrt. Ich gehe jetzt mal davon aus, aber ich will es nicht verrufen. So, jetzt gehen wir dann auch einmal ein wenig auf den Chesser ein. Dafür sind wir hier eigentlich hier. Also, wie gesagt, ich finde Chesser ist ein sehr. Um in seinen Worten zu bleiben, stabiler Typ. Er ist authentisch. Irgendwie da oben hoch. Sehr sympathisch. Okay. Die Runde war schon schnell vorbei, ja. Aber trotzdem sehr, sehr geil. Es ist halt manchmal wegen, einfach ein wenig fahrig und ein wenig nervös, aber das ist halt auch, liegt halt daran, dass er das selber wahrscheinlich noch nicht allzu lang macht. Und da muss ich halt auch erst dran gewöhnen, vor Menschen einfach zu reden und das ist halt auch so eine Sache. Das dauert und wir sind jetzt auch, wir sind zwar jetzt nicht unbedingt sehr groß, aber wir sind halt jetzt auch schon seit, wie lange machen wir das, 1,5 Jahre? Wie gesagt, das ist halt dann schon wieder komplett was anderes. Kaufen, aber es hat leider Gottes nicht so geklappt, wie wir wollten. Wir werden es später nochmal versuchen. Oder halt morgen, wie gesagt, werden wir ihn safe haben. Aber wir können ja auch mal so durchgucken, Leute. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es gut, dass er halt auch immer auf Sachen eingeht. Also er reagiert auch immer sehr gut auf den Chat. Wie gesagt, ja, wenn man, also wenn man drin ist, er reagiert immer auf den Chat. Und einfach so Kleinigkeiten, was und schon geil ist. Dann neue Operator, wenn ihr den Battle Pass zu dem Titel, den er gemacht hat. Würde ich jetzt sagen, Reaktion würde ich das, ich würde es nicht als Reaktion betiteln, dieses Video, weil das stimmt also so nicht. Das könnte die neue sein, Leute. Grau 556er. Gibt's euch die? Ah, ich will sie haben. Ich will sie jetzt. Ich würde es eher als Ersteindruck Season 2 würde ich es vielleicht benennen oder so. Das gibt echte Liebe. Das ist Anfangsreaktion auf Trailer. Genau. Also ich würde es dann eher, weil das dann sonst wirkt das irreführend. Wir haben Rust. Remake einer MW2-Karte gekriegt, dann All-Star Superstars, komplett neue Karte, auf jeden Fall auch sehr geil. Dann Zayat Bunyad, eine Karte für Ground War, habe ich euch ja auch schon gesagt. Ja genau, neue Feuergefecht, Bazaar und Rust ist zu sehen. Wie gesagt Leute, der Battle Pass kostet nur 10 Euro oder halt im Endeffekt 1000 9, Münzen. 9,99 Euro, um genau zu sein. Da bekommt sie auch... Diese Sachen bekommt ihr sofort. Operator Ghost, diesen Operator, diese und diese. Ich kann euch auch. Ich finde die Aussprache irgendwie cool. Auf jeden Fall sehr, sehr stabil ist die Grau 556, die neu reingekommen ist. Es wirkt halt einfach sympathisch, die Aussprache, die er hat. Ja. Ist es mal was. Ist mal was anderes und so erfrischend. Nicht so wie wir versuchen eigentlich auch immer recht Hochdeutsch zu reden. Das funktioniert zwar nicht immer ganz. Also zumindest bei mir nicht, weil ich habe manchmal diesen fränkischen Touch einfach. Wahrscheinlich sogar bald Battle Royale voll. Also das ist noch das Letzte, was ich dazu sagen kann. Ihr seht es hier. Kampagne, Mehrspieler, Geheim, Cop Shop.
Kopf. Ich finde es so geil. Er macht, er lässt das O immer weg, das zweite. Co-op. Das ist so geil. Aber ich fand es auch cool, dass er das selber auf die Schippe genommen hat. Ich würde sagen, liebe Leute, danke, dass ihr heute alle bei mir wart. Ich würde sagen, bis morgen, Leute. Liebe geht raus. Kuss no homo. Und ich würde sagen, das sind immer die letzten Worte. Ich bin Peace und raus, Leute. Auch an dich, Chesser. Liebe geht raus. Es ist zu laut. Danke. Ja. Also das Ende war jetzt wieder zu laut. Ja, was soll man groß dazu sagen? Also ich habe meine Meinung schon gesagt, dass also das richtige Reaktion auf den Trailer war es jetzt nicht. Also ich würde es nicht als Reaction betiteln. Aber jetzt nochmal, um auf ihn zu reagieren, wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, er ist ein stabiler Typ und er macht seinen Job auch gut. Es war auch immer noch ein wenig unsicher, aber das legt sich mit der Zeit, damit funke ich aus. Also er wird auf jeden Fall noch einiges besser machen in nächster Zeit. Wie gesagt, die Aussprache würde ich es gar nicht verändern wollen. Also das macht ihn authentisch einfach, die Aussprache. So wie er die Sachen ausspricht wie Trailer oder a Cop oder Code. Also es macht ihn einfach authentisch. Es ist halt einfach er und ich finde es gut, dass er es so ausspricht und dass er so, dass es ihm egal ist. Genauso wie er es dann am Anfang auf die Schippe genommen hat mit dem Kopfmodus, wo er dann den Polizisten eingeblendet hat. Also nimmt er seine Aussprache selbst auf die Schippe und sowas finde ich echt gut. Also. Und was kannst du noch dazu sagen, Ranok? Ja, auf jeden Fall sehr sympathisch. Ja, Aussprache muss ja nicht perfekt sein. Nein, natürlich nicht. Das macht ja auch eigentlich viel her. Das stimmt, also wenn man nicht... Wir sind ja keine Moderatoren, die perfekt Hochdeutsch reden müssen. Wir sind ja einfach wir und ich rede ja auch manchmal einfach nur Blödsinn. Und ja, und sowas macht er... Ich erinnere dich an diesen einen Battlefield 1, an dieses eine Battlefield 1 Video. Oh ja, also das musst du dann, sobald du das hochladen, dann wisst ihr, wovon wir reden. Also das ist einfach... Das schreibe ich dann auch in den Titel rein, diesen Spruch. Aber das war einfach, es war legendär. Und das ist unser Motto, das wird danach, sobald das Video draußen ist, wird das Motto überall stehen, dass ihr wisst, worum es geht, aber vorher nicht, weil sonst wird es ja die Spannung rausnehmen. Es ist einfach toll. Gut, und dann Grüße gehen raus an dich, Chessa. Ich hoffe, dir hat unsere Review, unsere Reaktion gefallen und ich bin gespannt auf deine Reaktion, zu unserer Reaktion. So ein Mindbeep. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.